Hallo. Stehe jetzt schon eine Woche hier. Was ist das siebte? Die Körperführung Ja, geht los. ich rette sie ja schon. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie noch immer aus dem Schlosskerker auf Schloss Augustusburg. Und die Frau Glashauser hatte versprochen, mich zu befreien. Sie hat sich eine Woche liebevoll um mich gekümmert. Es hat mir an nichts gemangelt. Und ich muss mich jetzt beeilen, denn oben findet eine Pressekonferenz statt. Und die darf ich natürlich nicht versäumen. Im Übrigen, der Kerker hat die wunderbare Eigenschaft, bei dieser Hitze einfach nur schön kühl zu sein. Schauen Sie mal vorbei. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Mehr als 7 Jahre haben die Restaurierungsarbeiten am Kranachaltar gedauert. Heute findet hier eine Pressekonferenz statt und wir können das fertige Gemälde bestaunen. Und die verantwortlichen Restaurateure sind da und die werden mir jetzt Rede und Antwort stehen. Neben mir begrüße ich jetzt Frau Matuschek. Sie sind die verantwortliche Restaurateurin für die Malerei. Was genau sieht man denn jetzt auf diesem Bild? Das Gemälde, das ist ein sehr besonderes Gemälde. Es ist also ein Staatsporträt und ein Porträt, was die wichtigsten Insignien des neuen lutherischen Glaubens trägt. Man sieht also Kurfürst August und Kurfürstin Anna mit ihrer fast gesamten Kinderschar. Sie haben insgesamt 15 Kinder bekommen, von denen hier 14 dargestellt sind, aber es haben bei weitem nicht alle überlebt. Die lebenden Kinder, die erkennt man, dass sie ein Medaillon um den Hals tragen. Die toten Kinder haben ein Kreuz um den Hals. Und im Hintergrund die Kreuzigung als zentrales Thema. Und was genau haben Sie hier gemacht an dem Bild? Das ist ja auch ganz wichtig. Also ich habe die Malerei restauriert, zusammen mit einer Kollegin hier aus Chemnitz. Also ich habe es nicht allein gemacht, die hat mir geholfen. Und wir haben gemeinsam sozusagen die Bildtafel von ca. 150 Jahren Restaurierungszutaten befreit. Wir haben Firnis reduziert, Überkittung abgenommen, original freigelegt und insgesamt in sehr fantastischen Erhaltungszustand vorgefunden und haben dann nachher natürlich alles, was an Beschädigungen gewesen ist, auch wieder gekittet und retuschiert und einen neuen Abschlussfirnis aufgetragen. Ich stehe jetzt neben dem leitenden Restaurator, Herr Eisbein. Was war die größte Herausforderung für Sie? Die größte Herausforderung war für mich das Sichern des vom Holzwurm aufgefressene Tafel, die quillt und schwindet und die schon 1,60 Meter aufgerissen war. Und so eine zerwurmte Holzsubstanz, die nur 11 mm dünn ist, das Tafelbild 3,25 Meter mal 2,40 Meter, also gewaltige Dimension, das zu sichern, zu klammern und in einen Zustand zu bringen, dass dann die Restaurierung der Malschicht passieren kann, das war eine sehr große Herausforderung. Und die Restaurierung hat 7 Jahre gedauert, aber es ging ja schon davor los, oder? Ja, die Restaurierung, also die Tafelbildsicherung, die hat im Grunde genommen dann nur 4 Monate gedauert. Aber mit diesem gesamten Vorlauf, dass man ein Konzept entwickelt, dass man Versuche unternimmt, dass man ein Klima simuliert, Das fing 2005 an, also jetzt sind es eigentlich dann schon 10 Jahre. Und noch eine Abschlussfrage, war das so ein Lieblingswerk? Sie restaurieren ja viele Dinge, gibt es da so ein Lieblingskunstwerk? Das ist eine ganz schwere Frage. Sagen wir mal, ich habe 5 Kinder, jetzt soll ich sagen, wen ich am liebsten habe. Sagen wir mal, unter den 5 Kindern, die ich gehabt, also erzählt zu diesen wichtigsten Werken. Ich möchte nicht sagen, mit den Superlativen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist für mich ein ganz wichtiges Werk und ich hoffe, dass er und dass das, was wir uns ja ausgedacht haben, dass das auch Bestand hat und nach 20, 30, 40, vielleicht 50 Jahren immer noch funktioniert. Neben mir begrüße ich jetzt Patricia Mein. Sie sind die Geschäftsführerin des Schloss Augustusburg. Welche Bedeutung hat jetzt die Fertigstellung dieses Altarbildes und des Altars? Mit der Fertigstellung nach einer 7-jährigen Restaurierung, da bekommt man so ein Stück Identität wieder zurück in das Schloss Augustusburg. Auf dem Kranach-Altar ist ja die kurfürstliche Familie abgebildet und ich habe immer für mich das Gefühl, dass wenn ich in der Schlosskirche stehe, dass ich eigentlich den Kurfürsten
und der Kurfürsten relativ nah bin, weil es eigentlich dieses Stückchen Fleck ist im Schloss Augustusburg, wo die Geschichte zusammenkommt. Ich kann schon sagen, Sie sind auch schon ein bisschen stolz, oder? Also man kann einfach nur stolz sein, wenn man so einen Kulturschatz in unserem Schloss stehen hat. Und ich glaube, das ist auch für unsere Besucher und auch für unsere Region ganz wichtig, dass jeder weiß, also in Schloss Augustusburg und in Augustusburg in einem 2000-Seelen-Ort gibt es einen Kranach. Und zwar von Kranach des Jüngeren und das pünktlich zum 500-jährigen Jubiläum von Kranach. Sie haben schon gesagt, das ist so ein schöner Schatz, Kunstschatz. Kann ich den immer besichtigen oder muss ich mich anmelden? Wie kann denn der normale Bürger jetzt, ist die Kirche immer geöffnet? Die Kirche ist bei uns immer im Rahmen von den öffentlichen Schlossführungen geöffnet. Und wir haben natürlich jetzt extra für die Führungen mit dem Kranachaltar ein spezielles Angebot entwickelt. Und das gibt es jeden Tag, und zwar ab 18.08. um 12.30 Uhr kann man einen ganz wunderbaren Film sehen, das kann ich einfach nur empfehlen. Der Film, der zeigt im Prinzip alles über die Geschichte und die Entstehung des Bildes an sich und über die Restaurierungsarbeiten. Und dieser Film mit einer speziellen Führung, glaube ich, ist einfach ein Muss für jeden Besucher, der zu uns auf Schloss Augustusburg kommt. Und das kann man sich ab 18.08. dann bei uns anschauen. Ja, liebe Zuschauer, ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen. Das ist alles sehr, sehr interessant. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Bei uns geht es jetzt weiter mit unseren Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Fest für alle Sinne bekamen die Besucher der Lichtenwalder Musiknacht geboten. Die Gemeindeverwaltung Niederwiesam, die Schlossbetriebe GmbH und der Mittelsächsische Kultursommer hatten dazu in den Park von Schloss Lichtenwalde eingeladen. Beim Lustwandeln durch die weitläufige Anlage gab es für die Gäste allerhand zu entdecken. Über 100 ehrenamtliche Akteure trugen in ihren historischen Kostümen zum mondänen Ambiente bei. An den schönsten Stellen im Barockpark verzauberten Musiker das Publikum. Zusammen mit den Skulpturen der Ausstellung Alltagsmenschen, ein Genuss für Auge und Ohr. Auf der Parkbühne führte Birgit Lehmann als Gräfin zu Fitztum durch das Programm. Die Schauspielerin nahm die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Operette. Wir sind moderner, als Sie glauben. Beim Carsten bin ich Wüterin, da schone keine Seele. Ein Gottes Meer, von Lüten bis zum Meer.
Nach der Premiere im letzten Jahr war die zweite Auflage der Lichtenwalder Musiknacht ein voller Erfolg. Weit über 1000 Besucher wollten sich diesen stimmungsvollen Abend nicht entgehen lassen. Rund 1500 Rockfans aller Altersgruppen lockte das Insect Lounge Open Air am 1. Augustwochenende in den Birnichener Park. Das Musikfestival im Oederaner Ortsteil hat mittlerweile Tradition. Die Anfänge reichen zurück bis ins Jahr 1998. Damals entstand auch der außergewöhnliche Name des Projektes. 1998 in einem Proberaum, da wurde eine Party veranstaltet und wir brauchten einen Namen für die Party. Und wir wurden immer Zecken genannt. Und auf dem Flyer war dann eine Zecke und plötzlich war der Name Insect Lounge entstanden. Zum Line-up des Festivals gehörten 12 Bands, meist junge Musiker aus der Region, die hier Gelegenheit hatten, sich vor Publikum zu präsentieren. Dass beim Rockspektakel auf der Birnichener Waldbühne viele unbekannte Gruppen spielten, lag nicht nur am knappen Budget der Veranstalter, es war durchaus auch gewollt. Der Grundgedanke des Festivals war eigentlich jungen Bands immer die Auftrittsmöglichkeiten zu bieten und dass sich auch noch mehr dafür für Musik interessieren und mehr Leute auch zu begeistern. Da es in Oederan mal 9 Bands gab, ja, dachte ich mir, was gibt's Besseres als so ein Open Air? Das Musikfestival, zu dem kein Eintritt verlangt wird, finanziert sich durch Spenden und Sponsorengelder. Seit einigen Jahren werden die jugendlichen Veranstalter auch von der Stadtverwaltung Oederan unterstützt. Also für uns als Stadt Oederan ist es immer wichtig, Eigeninitiative zu fördern. Und hier hat das ganz wunderbar funktioniert. Wir sehen, es gibt ein paar Leute, die sind an der Stadt herangetreten, haben gefragt, wie sieht's aus? Können wir bei euch was machen? Können wir mit euch gemeinsam irgendwas hinbekommen? Wir haben so dann eine Idee. Ja, und wir haben den Mut gehabt, haben gesagt, ja, geht los. Mittlerweile hat das einstige Insider-Festival einen festen Platz im Oederaner Veranstaltungskalender. Und es gibt durchaus noch Entwicklungspotenzial. Man baut ja immer weiter aus. Ne? Ronnys Wunderwald ist dieses Jahr das erste Mal eine kleine Ruhe-Lounge sozusagen. Und wir haben schon weiter gesponnen über diverse andere Sachen mit Lichtspielen hier im Park. Ganz besonders freue ich mich, dass es in jedem Jahr mehr Familien gibt, die mit Kindern kommen. Also wenn Sie sich hier mal umschauen, die kleinen Kinder mit den Kopfhörern, ist eine tolle Sache. Wir haben uns vorhin schon überlegt, vielleicht machen wir es im nächsten Jahr so, dass es nachmittags noch ein kleines Familienprogramm gibt, dass wir eine Verleihstation haben, wo es die Kopfhörer gibt für diejenigen, die sie nicht dabei haben. Und insofern wäre das wieder eine Sache, wo wir sagen, wir gehen einen Schritt voran, wir haben was Neues, wir werden besser. So werden auch im nächsten Jahr wieder Musikfans und überdimensionale Krabbeltiere den Birnichener Park bevölkern. Nach der Sonderausstellung Erotica International präsentiert das Liechtensteiner DIZ-Zentrum seit dem 30. Juli ein klein wenig Erotica Erzgebirge. Ein klein wenig deshalb, weil das nicht Thema, sondern nur ein Teil der neuen Sonderausstellung ist, in der Werke von 10 Holzbildhauern und Gestaltern der Künstlergruppe Expon Art zu sehen sind. Diese Ausstellung ist vor allem gerade in dem Raum, in dem wir jetzt uns befinden, ein Stück weit eine Inspiration aus der künstlerischen Arbeit der 10 Expon Art Künstler der vergangenen beiden Jahre. Und jedes Jahr im Sommer fahren die Künstler nach Zinnowitz an die Ostsee, führen dort ein Symposium durch. Und ich glaube, die Arbeiten, die wir genau in diesem Raum hier finden, sind ein Stück weit eine Erinnerung an diesen Ostseeurlaub, an dieses Holzbildhauer-Symposium. Es ist eigentlich eine Einladung für einen Sommerurlaub, eine Sommerreise an die Ostsee, ob die Badende oder auch das Meer. Sie sind herzlich eingeladen, überzeugen Sie sich selbst, sollten Sie in diesem Jahr keine Gelegenheit haben, an die Ostsee zu fahren, dann finden Sie sie bei uns im DIZ-Zentrum zu Liechtenstein. Die Kunstwerke, für die neben Holz teilweise auch andere Materialien verarbeitet wurden, erzählen nicht nur vom Ostseeurlaub. In Szene gesetzt wurde ebenfalls Alltägliches oder Gebilde der menschlichen Fantasie. Die erzgebirgische Künstlergruppe Exponat stellt bereits zum 11. Mal im Liechtensteiner DIZ-Zentrum aus. Die Beziehung zu den Künstlern aus dem Erzgebirge ist schon seit Anbeginn des Hauses
entstanden und hat eine wunderbare Tradition, sonst wären sie nicht zum 11. Male hier. Die Künstler haben sich ja auch nicht nur in der Sonderausstellung hier verewigt, sondern sind auch auf unserem Skulpturenpfad zu erleben, der vom Schloss Innenhof, des Innenhof Schlosspalais-Komplexes bis in die historische Altstadt führt in Liechtenstein. Holzkunst aus dem Erzgebirge wird zukünftig noch mehr im DEZ-Zentrum zu sehen sein. Ja, wir haben mit Stadtratsbeschluss ein Angebot von Herrn Dietz angenommen. Dafür sind wir sehr dankbar, in unsere Dauerausstellung in einem Raum eine erzgebirgische Abteilung zu bringen. Und unsere Besucher dürfen gespannt sein. Die Umbauarbeiten sollen am 5. Oktober beginnen. Und wir hoffen ganz sehr, dass wir noch vor Jahresende diese erzgebirgische Abteilung eröffnen können. Und wie wir heute Abend erfahren durften, freut es natürlich unsere Künstler aus dem Erzgebirge insbesondere, dass wir diesen regionalen Bezug in unserem Haus jetzt hier herstellen. Die neue Sonderausstellung Exponat eröffnete am 30. Juli Liechtensteins Bürgermeister Wolfgang Sedner. Morgen endet meine Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Liechtenstein nach 25 Jahren. Und es ist für mich als Schneeberger, als Erzgebirger eine glückliche Fügung, aber auch eine ebenso große Freude, die Vernissage heute noch mit eröffnen zu dürfen. Manchmal ist es halt eine Schicksalsfrage vielleicht auch. Es war mir einfach besonders wichtig, mit Ihnen gemeinsam heute hier zusammen zu sein. Für den alten Bürgermeister endete die Amtszeit erzgebirgisch. Für den neuen Bürgermeister Thomas Nordheim begann die Amtszeit erzgebirgisch. Wir wollen in Zukunft dieses Haus weiter mit Leben füllen. Wir wollen Künstler aus der Region und genau so einen Abend wie heute. Solche wünschen wir uns noch mehr. In diesem Sinne, ich durfte heute Vormittag schon mal gucken. Es lohnt sich. Seien Sie richtig gespannt. Dass die Exponate sich für den Betrachter in der neuen Sonderausstellung entfalten können, ist das künstlerische Werk von Heike Koslowski, die die Ausstellung gestaltete. Nicht aus dem Erzgebirge, sondern aus Chemnitz kommt Jande, der mit Tim Bergel die Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 1. November zu sehen ist, musikalisch umrahmte. Wird gern mit dir ziehen, Leben vom Endorphin, lass mich mit dir. Was hindert dich? Das Wechselburger Torhaus in der Klosteranlage wird seit September 2014 saniert. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Fassadenarbeiten und den kompletten Innenausbau. Das Torbogenhaus besteht aus Hauptgebäude und Nordflügel. Das Mauerwerk des Hauptgebäudes stammt teilweise aus dem 15. Jahrhundert. Nach Fertigstellung werden im Obergeschoss des Gebäudes Ferienwohnungen entstehen. Im Erdgeschoss ist ein Ausstellungsraum und ein Ladengeschäft sowie ein Gemeinschaftsraum geplant. Die gesamte Sanierung ist mit rund 2 Millionen Euro veranschlagt. Laut Architekt Falk Überscher werden die Baumaßnahmen bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Das muss doch nicht sein. Viel besser geht's bei Rekomöbel. Damit Sie richtig liegen, haben wir die richtigen Matratzen und kompetente Beratung durch unsere Schlafexperten, damit Sie jeden Tag wie auf Wolken schlafen. Und obendrauf bekommt jeder beim Kauf einer Matratze ein Nackenkissen geschenkt. Jetzt exklusiv MySpring Boston im Aktionspreis für 1.398 Euro. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Rekomöbel, wir lieben Möbel. In Stolberg, Zwönitzer Straße 10a.
bin heute zu Gast in Erlbach-Kirchberg. Zu Gast bei Frau Janine Stuhldreher und die bietet eine Betreuung für Kinder mit Handicap. Frau Stuhldreher, was genau kann man sich darunter vorstellen? Ich betreue ausschließlich Kinder mit Handicap, was den Eltern eine Auszeit ermöglichen soll. Und wie genau funktioniert das? Ja, die Eltern rufen mich an, vereinbaren einen Termin mit mir. Wir setzen uns zusammen, sie erzählen mir ihre Wünsche und wir schauen, was das Kind kann, welche Bedürfnisse dieses Kind hat. Und der nächste Termin dann wird mit Kind stattfinden und so sind wir schon mittendrin. Also lernen wir uns jetzt erstmal so kennen, das Kind kommt dann auch mit her, kann sich die Räumlichkeiten angucken, die zeige ich Ihnen dann gleich später, liebe Zuschauer. Und jetzt noch meine Frage, wer kann sich bei Ihnen melden? Kann jeder kommen oder müssen schon irgendwelche Voraussetzungen erfüllt sein? Ja, die Voraussetzungen sind eben so, dass die Eltern eine Pflegestufe für ihr Kind haben müssen. Die Pflegestufe gibt jetzt auch schon ab 0, so dass dann über die Krankenkasse das abgerechnet werden kann. Das wäre meine nächste Frage gewesen, die Kosten, die entstehen. Muss ich die dann selber tragen oder wie funktioniert das? Nein, mit der Krankenkasse haben Sie im Prinzip die Verhinderungspflege und das Betreuungsgeld pro Monat zum Ausgeben dafür bereitgestellt und das können wir dann im Prinzip abrufen. Also bei der jeweiligen Krankenkasse? Richtig, wo das Kind versichert ist. Nun gibt es ja auch alle möglichen Betreuungen für Kinder mit Handicap. Was genau ist das Besondere an Ihrer Einrichtung? Bei uns geht es sehr familiär zu und wir nehmen halt Kinder auf, wenn andere halt geschlossen haben, zum Beispiel die Kitas, der Hort, die Schule. Man kann gern auch mal das Kind Freitag hierher bringen oder auch am Wochenende. Und wer sich jetzt für Ihre Einrichtung interessiert, wo kann der sich melden? Der kann sich hier bei mir melden, telefonisch unter der 037 295 41099. Da ist immer ein Anrufbeantworter auch dran. Gern die Nachricht hinterlassen mit Telefonnummer. Ich rufe auf alle Fälle zurück. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Am 5. August befand sich der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt auf Pressefahrt im Chemnitzer Umland, um gemeinsam mit Medienvertretern verschiedene Landwirtschaftsbetriebe zu besuchen und mit den Landwirten über ihre Arbeit und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu sprechen. Es wird in letzter Zeit ja verstärkt immer mehr über die Landwirtschaft diskutiert und wir wollen einfach mal den Pressevertretern einen Praxisbetrieb zeigen, wie er in Sachsen vorhanden ist, wie es sehr viele in Sachsen gibt und auch nicht einen besonders ausgewählten, der gerade einen nagelneuen, tollen Staller errichtet hat, sondern jemand, der mit alter Bausubstanz und trotzdem unter optimalen Bedingungen Tiere hält und Fleisch produziert. Einer dieser Betriebe ist der Wirtschaftshof Sachsenland, 1991 aus zwei ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben entstanden. Pflanzen- und Tierproduktion wird hier betrieben. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt rund 3000 Hektar. Erzeugt wird Brotgetreide, Raps- und Futtergetreide. Der Wirtschaftshof Sachsenland verfügt außerdem über rund 1350 Milchkühe mit eigener Nachzucht sowie über Mastbullen und Mastschweine, verteilt auf verschiedene Betriebsstätten in der Region. Wie in der Jungviehanlage am Standort Pleisa gearbeitet wird, durften die Pressevertreter in Augenschein nehmen. Wir zeigen hier besonders artgerechte Tierhaltung in allen Bereichen, Rinder-, Schweinehaltung und zeigen, wie man eigentlich, alle reden übers Tierwohl
und wie wir das eigentlich in der Praxis umsetzen. Ich denke, das ist eine sehr interessante Geschichte und findet, denke ich, hohe Akzeptanz. Der Wirtschaftshof Sachsenland unterscheidet sich darin nicht von anderen sächsischen Landwirtschaftsbetrieben. Die Landwirtschaft in Sachsen ist eine moderne Landwirtschaft, die ihre Tiere tierartengerecht hält und ihre Äcker wirklich verantwortungsvoll bewirtschaftet. Mich ärgert immer sehr, wenn man Missstände feststellt, die es überall in jedem Wirtschaftsbereich gibt, dass man es dann immer pauschal auf die ganze Branche ausbreitet. Das hat die Landwirtschaft nicht verdient. Hier sind Leute, die verantwortungsvoll 365 Tage im Jahr arbeiten. Und das wollten wir einfach mal deutlich machen, dass Landwirtschaft in Sachsen etwas anderes ist, als oftmals in der öffentlichen Diskussion dargestellt. Dass der Wirtschaftshof Sachsenland ein Ziel des Ministers bei seiner Pressefahrt war, kam nicht von ungefähr. Der Wirtschaftshof Sachsenland ist mir persönlich seit langem bekannt. Ich war selbst zwar hier in dem Stall hier noch nicht, deshalb war ich selbst darauf neugierig, wie es denn jetzt hier diese Umbaumaßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden. Und deshalb sind wir hier. Wir haben einen großen Betrieb ausgesucht hier in der Region und einen Familienbetrieb, die ähnlich sind, also Tierhaltung, Ackerbau und Direktvermarktung. Das macht der Wirtschaftshof und das macht auch der Familienbetrieb Seifert, wo wir heute Nachmittag sein werden. Dass der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt dem Wirtschaftshof Sachsenland einen Besuch abstattete, freute den Vorstandsvorsitzenden Jens Hofmann. Ich bin sehr froh, dass Thomas Schmidt unser Landwirtschaftsminister ist. Er hat im Übrigen mal früher Agrotechniker-Mechanisator mit Abitur hier in diesem Betrieb gelernt. Und insofern ist es schon gut, einen Fachmann hier zu wissen. Vielleicht können wir ihn für das eine oder andere noch sensibilisieren, was also speziell die öffentliche Wirkung der Landwirtschaft heutzutage hat. Also sprich, dass die Landwirtschaft eigentlich sehr regional verbunden ist und eigentlich manchmal diesen schlechten Anstrich, der durch Presse, Rundfunk und Fernsehen geht, nicht verdient hat. Und da hoffe ich, dass er uns dabei hilft, also ein kleines bisschen das Image noch weiter aufzuwerten. Die Hoffnung dürfte sich erfüllen, denn der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt schätzt die Arbeit der Mitarbeiter des Wirtschaftshofes Sachsenland. Sie sind einmal ein angesehener Betrieb in der Region, aber inzwischen auch natürlich mit ihrer Direktvermarktung ein anerkannter Lieferer von landwirtschaftlichen Produkten, die hier regional sehr, sehr gut angenommen werden. Nacht der Schlösser am Samstag, 29. August. Sieben Schlösser des Zeitsprunglandes freuen sich, Ihnen eine unvergessliche und außergewöhnliche Nacht zu bereiten. Faszinierende Zeitsprünge und ein vielseitiges Programm mit besonderen Höhepunkten vor malerischen Schlosskulissen werden erwartet. In Blankenhain, Glauchau, Waldenburg, Wildenfels, Wolkenburg. Zum ersten Mal dabei ist das Schloss Rochsburg, das unter dem Motto Licht und Schatten zur europäischen Fledermausnacht einlädt. Nach langer Zeit öffnen sich erstmals wieder die Tore des Schlosses Liechtenstein. Dazu gibt es traditionell ein buntes Programm am Schlosspalais und im Dätz-Zentrum. Die Nacht der Schlösser feiert am 29. August das 15. Jubiläum. Seien Sie dabei! Miteinander, nicht gegeneinander. 17. Verkehrssicherheitstag am Sachsenring. Am 23. August von 10 bis 18 Uhr. Erleben Sie den Straßenverkehr der Zukunft. Über 50 Aussteller sorgen für ein spannendes Programm mit Stunts, Action, Fahrsicherheitstraining, Rundfahrten auf der Grand Prix-Strecke und Mitmachangeboten für Groß und Klein. Verkehrssicherheitstag, ein Tag für die ganze Familie. Eintritt, Pendelbus und Parkplätze sind kostenfrei. Bei bestem Sommerwetter, liebe Zuschauer, waren wir am vergangenen Wochenende zu Gast beim Talsperrenfest in Kriebstein. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Traditionell findet jedes Jahr im Juli das Talsperrenfest Kriebstein statt. Der Talsperren-Zweckverband in Zusammenarbeit mit dem Mittelsächsischen Kultursommer freuten sich am vergangenen Festwochenende über fast 10.000 Besucher. Der Spielmannszug Mutschen
begrüßte die Gäste auf dem Festgelände und kündigte die berühmte Bootsparade an. Hobbybootfahrer und Segler sind jedes Jahr eingeladen, bei der großen Parade auf der Tschopau mitzufahren. Die Fahrgastschiffe des Zweckverbandes legten im Hafen ab und fuhren in Richtung Lauenhain los. Die legendäre Bootsparade ist eines der Höhepunkte des Talsperrenfestes und hatte eine lange Tradition. Also die Bootsparade gibt es meines Wissens nach seit Gründung der Schifffahrt. Die wurde ja 1930 von dem damaligen Bürgermeister aus Höfchen, den Paul Schmitz, gegründet. Und soweit wie ich bin, ist das eine gute Tradition, die von daher rührt. Ich selber bin erst 6 Jahre hier im Unternehmen. Bin hier irgendwo nicht oben in Kriebstein und hatte großes Glück, hier anfangen zu können und macht mir auch riesig Spaß, hier zu arbeiten. Die geschmückten Schiffe fuhren die Tschopau entlang, von Kriebstein bis nach Lauenhain und wieder zurück. An Bord spielten wieder Musikvereine und Kapellen aus der Region. Das Swingorchester aus Ottendorf, die Water Jazz Band Burgstedt sowie das Blasorchester aus Wiederau. Aufgrund der starken Windböen konnten die Fahrgastschiffe dieses Jahr nicht in Lauenhain anlegen. Für Ulf Schadow, dem Schiffsführer des Zweckverbandes, sind Windböen mit Orkanstärke immer wieder eine Herausforderung. Also im Gegensatz zu den anderen Bootsparaden, die wir hier haben, haben wir heute ein ganz großes Problem mit dem Wind. Wir haben heute fast schon Orkanstärke. Wie Sie sehen, an den Wellen sieht heute aus wie an der Ostsee. Und das Problem ist bei uns, wir haben dann unwahrscheinliche Probleme, dieses Schiff richtig manövrieren zu können, weil der Wind doch eine sehr große Angriffsfläche hat. Und das müssen Sie sich vorstellen wie beim Segelboot. Er treibt uns dann immer so dorthin, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Das gleiche Problem werden wir gleich am Anlegen haben. Wir haben dort starken Westwind und dadurch drückt uns dieses Schiff auch vom Ufer weg, weil wir ja keine Seitenstrahlruder haben, müssen wir hier ziemlich mit Gefühl bzw. auch mal ein bisschen schneller ranfahren, wie das sonst üblich ist. Hobbykapitäne aus ganz Mittelsachsen, Segler sowie Kanuten nahmen an der Bootsparade teil und fuhren gemeinsam mit den Fahrgastschiffen volle Kraft über die Tschopau bis nach Kriebstein zurück. Neben einem bunten Kulturprogramm auf der Seebühne und auf dem Festgelände gab es auch für die Kleinen an den Seeterrassen viel zu erleben. Die Arbeit an den 4 Skulpturen der Aktion Kunst am Wasser waren fast abgeschlossen. Insgesamt 5 Tage lang arbeiteten die Holzbildhauer im Talgut Lauenhain an ihren Figuren. Mit Kettensäge, Flex, Schnitzeisen und Holzhammer wurde hier Kunst geschaffen. Die beiden ersten Preise wurden an Tim Weigelt mit seiner Arbeit Quellnymphe und Silvio Ukat mit seinem Fischthron verliehen. Die 4 neuen Skulpturen sind für den Kunstwanderweg rund um die Talsperre Kriebstein bestimmt. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. So, liebe Zuschauer, das war's von der Augustusburg. Hier gibt es immer was zu sehen und immer was zu entdecken. Ich suche mir jetzt den nächsten Pool, verabschiede mich an dieser Stelle und bitteschön, achten Sie immer schön darauf. Schöne Woche.